Freunde und Kollegen, willkommen zu einer weiteren Runde Arma 3 Altes Live. Wie ich gesagt habe, habe ich mich jetzt als Polizist beworben, wurde angenommen und habe eine Grundausbildung absolviert. Jetzt bin ich also Polizeianwärter und da ist es so, dass man überwiegend auch mit einem erfahrenen Kollegen unterwegs ist, der einem das richtige Verhalten und das Roleplay eines Polizisten einweist. Ich zeige euch jetzt mal hier mit der Folge so einen kleinen Zusammenschnitt der letzten paar Tage, bei der ich im Dienst war, unter anderem ein paar Verkehrskontrollen und wir haben eine schöne große Straßensperre aufgebaut. Und da wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Okay, ist nichts mehr. So. Ja, Blümchen. Und ja, kennen Sie mal. So, und zwar der Mann hier im Auto. Kümmer dich mal um deinen eigenen Kram. Bin schon mal weg. Also komm, kehrt um. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber... So, also. Schauen Sie sich das mal an. Schauen Sie sich dieses Schuhwerk an. Ja. Ich glaube, es ist echt nicht sehr sicher, wenn man mit diesem Schuhwerk hier das schwere Kupfer jetzt abbaut. Das ist doch dem Herrn nicht selbst überlassen, so erlaubt ist. Das ist doch nicht Ihr Problem. Problem ist, ich bin hier halt täglicher Arbeiter und sowas möchte ich ja echt nicht ansehen, ne? Wissen Sie? Ja, das ist wie gesagt nicht Ihr Problem. Sollen hier die Leute sterben daran, irgendwie sich Knöchel brechen, Tag für Tag. Wenn also, der sich nicht verletzen und dann ist er selbst dran schuld, ne? Aber da haben sie noch nichts mehr zu tun, also lassen Sie den Herrn da mit auch in Ruhe. Schönen Abend noch. Hast du dafür jetzt die Polizei gerufen? Mann, die Polizei ist auch mal. Warte, ich glaube hier vorne ist er. Oh ja, ne? Ihr könnt ich ist, glaube ich, kaputt. Genau, einmal in der allgemeinen Verkehrskontrolle ist das, ne? User joined your channel. Und verlangt ja einmal die Papiere von dem Herrn, Microphone vom Fahrzeug, muted. Sowie Führerschein und Ausweis. Schönen guten Tag. Und ja, schönen guten Tag. Fragt immer, weshalb wir ihn denn wohl anhalten könnten. Allgemeine Verkehrskontrolle. Wer soll aussteigen, bitte, ne? Würden Sie bitte mal aussteigen? Mach mal hier eine Warnbarke, Warnkegel. Okay. Kommen Sie doch mal bitte hier auf die Seite. Von der Straße runter. Nicht, dass noch was passiert. So, allgemeine Verkehrskontrolle. Was meinen Sie denn, warum ich Sie anhalte? Hallo. Mein Fahrerlicht ist kaputt. Okay, ist das kaputt. Okay, das oder? Ist schon mal... Ja. Nicht rauszufahren aus Kavalle, also. Aber Sie wissen schon, dass der Fahrer eines jeden Fahrzeugs für den technischen Zustand seines Fahrzeugs verantwortlich ist. Oh ja, guckt er jetzt auch. Das ist was rauslernt. Die lernen ja, raus. Ja, also... ich kann dir sagen, was er dafür kriegt. Das ist nämlich einmal die gefährdende Fahrweise. 1000 Euro. Ist Licht. Ja, das ist ja auch gleichzeitig die gefährdende Fahrweise, wenn du da... Ich hätte doch gern einmal noch kurz den Führerschein gesehen, bitte. Ja, ja da 1000. Brauchst du ihm keine gefährdende Fahrweise geben. Das reicht, wenn du... Ich gebe ihm 1000 Euro dann gleich, ne? Ja, also ich würde Ihnen dann mal ein Bußgeld ausstellen in der Höhe von 1000 Euro. Und Sie dann bitten, Ihr Licht möglichst... Ja... In Zukunft nicht mehr ohne Licht zu fahren. Okay. Okay, kein Problem. Ja, ich hatte kein Reparaturkit dabei und ich musste schnell wohin. Vielleicht genau oder was? Irgendwas zu erledigen. Wieso denn? Ja, aber dann hätten sie nicht aus Kavalle rausfahren dürfen. Von dem Spiegel nicht abgehängt und da habe ich mich drin gesehen. Okay. In Zukunft bitte dran denken, ja? Natürlich. Dann noch eine gute, so, sichere Weiterfahrt. Dann kannst du ihn auch... Vielen Dank ebenfalls. Wunderschönen guten Tag, wünsche ich. Hallo. Allgemeine Verkehrskontrolle. Ich hätte dann doch gern mal den Führerschein und die Fahrzeugpapiere gesehen, bitte. Ja, ich weiß nicht. Das stimmt, je älter, desto weniger Zeit, das kennt man ja. Der Herr Kai Meier, ist das korrekt? Richtig. Sehr schön. Haben Sie irgendwelche gefährlichen Gegenstände dabei oder irgendwas, was ich wissen müsste? Ich habe eine Pistole dabei. Na gut, das ist ja auch korrekt. Sie haben ja auch einen Waffenschein, nicht wahr?
Wenn das für Sie okay wäre, könnten Sie einmal bitte den Kofferraum öffnen, dass ich einen Blick reinwerfen kann? Ja. Na, dankeschön. Der Herr Kai Meyers waren Sie, nicht wahr? Ja. Ja, Herr Meyer, ich muss Sie leider darüber informieren, dass Sie auf der Fahndungsliste stehen. Auf der Fahndungsliste? Ja. Wieso das denn? Wegen einmal fahrlässiger Tötung. Können Sie mir das denn mal erklären? Dem bin ich mir leider nicht bewusst. Machen Sie jetzt nicht, wenn ich jemanden fahrlässig getötet habe. Wenn Sie mir noch aufschließen, ja, dann muss ich nicht mit Gewalt in die olle Klappe aufschließen. Ich habe letztens einen Räuber sozusagen umgebracht, der mich ausrauben wollte. Aber so. Oh. Gut. Nun, wo wollte er Sie denn ausrauben, der Räuber? Sie meinen, Sie sind Landwirte? Oder bei der Eisenschmelze. Bei der Eisenschmelze? Zwei Männer. Genau, und den einen habe ich dann sozusagen erwischt. Und wohin wollten Sie jetzt gerade fahren, wenn ich fragen darf? Alles legal bei jedem. Jetzt gerade wollte ich nach Atira. Gut, dass Sie Notwehr gehandelt haben, das ist natürlich löblich. Trotzdem muss ich ein kleines Verwarnungsgeld ausstellen. Weil wenn ich das nicht tue, dann bleiben Sie auch auf der Fahndungsliste und das ist ja, denke ich mal, auch nicht in Ihrem Interesse, oder? Nee, das ist nicht in meinem Interesse. Gut, ich werde Ihnen jetzt mal ein kleines Bußgeld ausstellen. Also, okay. Normalerweise wären es 50.000. Ich sage nur, ich belasse es jetzt aber mal bei 15. Und weil Sie auch sehr kooperativ waren, und dann ist das okay. Ich denke, damit sind Sie einverstanden, oder? Alles klar. Ja, damit bin ich einverstanden. Ranfahren bitte. Fahren Sie mal ein Stückchen weiter vor noch, hier rüber. Gut, Herr Meyer, dann wünsche ich Ihnen noch eine gute Weiterfahrt, ne? Vielen Dank und schönen Tag noch. Folgen Sie mir mal bitte, fahren Sie bitte hier in die Bucht. Wunderbar. Ich kann da nichts machen. Schönen guten Tag. Allgemeine Verkehrskontrolle. Ich hätte doch gerne bitte mal Führerschein, Fahrzeugpapiere, Frachtschein. Herr Rick Grimes. Sehr schön. Was haben Sie denn geladen, Herr Grimes? Eisendarm und Pistolenläufe. Wäre es für Sie okay, wenn Sie mal den Container öffnen, dass ich mal einen Blick reinwerfen kann, ob die Ladung ordentlich gesichert ist? Ja, klar. Ich sag jetzt mal einfach ja, weil das hört sich ein Schmerz. Schauen Sie da rein. Ja. Kann die irgendwie nichts machen. Ja, es geht mir halt so. Ja, scheint soweit alles okay zu sein. Die Reifen sehen auch noch gut aus. Vielleicht liegt es an dem, vielleicht sind es heute schon zu viele, haben schon TÜV, ja, sehr schön. So sieht der Amtsmann gern und lächelt. Ein gepflegtes Fahrzeug. Wunderbar, dann wünsche ich noch eine gute Weiterfahrt. Dankeschön. Noch schöne Arbeit. Dankeschön. Mikrofon muted. Schönen guten Tag. Allgemeine Verkehrskontrolle. Haben Sie vielleicht mal... Ich, ich würde doch gerne mal Führerschein und Fahrzeugpapiere sehen, bitte. Sound muted. Steve Hill. Eine Pistole in meinem Tester habe. Okay. Gut, einen Waffenschein haben Sie ja. Das ist ja nicht das Problem. Wo wollen Sie denn hin, Herr Hill? Ich möchte jetzt wieder zur Eisenmine, mir ein bisschen Eisen holen, das wieder verarbeiten und
dann das Waffenpfeiler her. Ja. Würde es Ihnen was ausmachen, bitte einmal den Container zu öffnen, dass ich mal einen Blick hinten reinwerfen kann? Oh, gerne, Pendel. Ja, dankeschön. Herr Hill, soweit scheint ja alles in Ordnung zu sein. Die Reifen sehen noch gut aus, alles wunderbar. Jetzt gibt's da nur ein winzig kleines Problem, Herr Hill. Ja, das wäre... Sie stehen auf der Fahndungsliste. Nee, ich stehe auf der Fahndungsliste. Ja. Sound resumed. Sound muted. Wegen versuchter fahrlässiger Tötung. Aha. Können Sie mal, haben Sie da vielleicht eine Erklärung für? Nee, hab ich wirklich nicht. Nun gut, Schon ein Weilchen her sein, aber ja, wenn er versteht, dann wird das wahrscheinlich so sein. Ich meine, ja gut, da in dem Fall würde natürlich ein Bußgeld fällig, wie Sie sich denken können. Ja, ich glaube, der Mann verblutet, wenn man hier Hilfe findet bei ihm. Ich würde Ihnen dann da mal Bußgeld ausstellen. Über 50.000 macht das. Ich danke Ihnen. 50.000? Ja, 50.000 sind da drin. Ja, hätte ich mal lieber noch ein paar Barren behalten sollen, ne, zum Verkauf. Nun gut, falls Sie das Bargeld nicht dabei haben, das wird auch ganz bequem von Ihrem Konto abgebucht. Brauchen Sie also keine Sorgen zu machen. Mann. Naja. Kann man ja nichts machen, ne? Ich bin ein ehrlicher Bürger. Nein, leider können wir nicht viel machen. Gut. Dann wär's das und ich wünsche Ihnen noch eine gute Weiterfahrt. Dankeschön. Dann noch viel Spaß hier. Ja, dankeschön. Microphone activated. Sound resumed. Ja, da muss der Auto aber. So, und das war's dann mal wieder für heute. Die Straßensperre an sich ging so über 3 Stunden und ich habe euch jetzt nur mal so einen kleinen Ausschnitt gezeigt. Aber wie ihr gesehen habt, wenn man ein bisschen kooperativ ist und mit gutem Roleplay, kann man auch mal etwas milder aus einer Sache rauskommen, die man angestellt hat. Sollte man sich vielleicht merken, wenn man Altis spielt. Und wie ihr gesehen habt, gibt es auch ein paar Notrufe, wo man sich manchmal denkt, muss das sein? Also das Roleplay als Polizist macht mir schon gut Spaß. Ich werde das jetzt auch erstmal weiterspielen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann schreibt es auch in die Kommentare. Gebt einen Daumen hoch und das Abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Servus.